Beim Diskussionsforum der Waldviertelakademie zum Thema grenzenloses Wachstum, Bedrohung oder Chance für die Wirtschaft stießen in Krems Meinungsgrenzen aneinander. Wir stehen vor eklatanten ökologischen Grenzen. Der Klimawandel ist wahrscheinlich da die größte Herausforderung, aber auch das Artensterben, insbesondere das Insektensterben, dann der Verlust an unbebauter Fläche. Wir haben Wasserknappheit, wir haben eine Phosphorkrise, auch Metalle und seltene Erden werden immer weniger. Und dann haben wir vor allem eine Plastikkontamination, die ihresgleichen sucht. Wir haben ein gigantisches Elektroschrottproblem. Es gibt keinen ökologischen Bereich, in dem also die Schäden nicht zugenommen hätten. Alle bisherigen Versuche, allein durch Technik oder durch politische Programme oder auch durch institutionellen Wandel, unser ohne Wachstum nicht zu stabilisierendes Wohlstandsmodell irgendwie zu ökologisieren, also innerhalb ökologischer Grenzen zu behalten, sind krachend gescheitert, haben teilweise sogar kontraproduktiverweise neue Schäden überhaupt erst entstehen lassen. Das heißt, wir brauchen dringend ein Reduktionsprogramm. Man könnte von einer Konsum- und Mobilitäts- und Technikentzugskur sprechen. Leider sind der Politik die Hände gebunden, weil eine Politik, die für so etwas wirbt, wird natürlich nicht gewählt. Außer es bilden sich in der Zivilgesellschaft Nester, dezentrale Reallabore und anderes Anschauungsmaterial dafür, dass Menschen im 21. Jahrhundert in der Lage sind, zum Beispiel mit 2,5 Tonnen CO2 pro Jahr auszukommen, fast abfallfrei zu leben, nicht mehr zu bauen, kein Auto zu benutzen, zumindest kein eigenes, kein Flugzeug mehr zu besteigen, viel weniger Fleisch zu essen und vor allem Produkte so zu pflegen, instand zu halten und zu reparieren, dass viel weniger Produkte gebraucht werden, weil die Produkte, mit denen wir uns umgeben, doppelt und dreimal so lang genutzt werden. Auch wichtig wird es sein, dass Menschen anfangen, Dinge gemeinschaftlich zu nutzen. Ja? Werkzeuge, Haushaltsgegenstände, Autos, Waschmaschinen natürlich auch, Rasenmäher und so weiter und so fort. Wir brauchen also ein Ertüchtigungsprogramm, das auf der Lebensstilebene ansetzt. Und wenn die Politik sieht, dass das funktioniert und dass ein auch kleiner Anteil der Bevölkerung nur solche Lebensstile umsetzt, dann verliert auch die Politik die Angst davor, nicht mehr geliebt und nicht mehr gewählt zu werden, wenn ein Postwachstumsprogramm oder eine Degrowth-Strategie implementiert wird. Weil je langsamer wir sind damit, dass wir den Wandel selbsttätig, proaktiv voranbringen, desto schneller werden Krisen eintreten. Und dann werden halt Krisen zum Lehrmeister der Transformation. Wenn wir nicht sparsam genug mit Energie umgehen, dann werden wir eine Energiekrise erleben, weil regenerative Energie funktioniert schlicht und ergreifend in Europa nicht wirklich als ein technologisches Paradigma und wir sind immer noch so erdölabhängig, dass unser ganzer Wohlstand daran hängt. Und wenn das Erdöl teurer wird, weil zum Beispiel die Fracking-Blase in den Vereinigten Staaten platzt, dann ist der Wachstumszauber vorbei, dann können wir gar nicht anders, als uns einen sparsameren Lebens- und Wirtschaftsstil anzugewöhnen. Wenn der Euroraum zusammenkracht, was ich auch für sehr wahrscheinlich halte, haben wir ein ähnliches Szenario. Und wenn die Landwirtschaft kollabiert, weil die Sommer immer heißer werden und dann noch das Insektensterben dazukommt, dann haben wir eine weitere Sollbruchstelle. Auch die Orientierungslosigkeit, die Verluste an auch kultureller Identität sind ebenfalls Krisen, die wir derzeit durchleben und die schneller eskalieren können, als uns vielleicht lieb ist. Und also die Wirtschaft agiert sehr nachhaltig bei uns in Österreich. Wir haben überwiegend klein- und mittelständische Unternehmen, die natürlich in der Region sich entfalten wollen und sich entwickeln wollen und daher auch dort ökologisch mitdenken und mitagieren und aus diesem Grund überwiegend die Wirtschaft trotzdem optimistisch in die Zukunft blickt. Wir haben ein klares Bekenntnis, sowohl die Wirtschaft als auch die Wirtschaftskammer, dass ökologische Kriterien und Ziele, die erreicht werden sollen, im europäischen und im weltweiten Gleichklang erzielt werden sollen. Es können sich nicht einzelne Länder verabschieden von solchen Zielen und andere Länder verfolgen die Ziele und erreicht wird damit eine Wettbewerbsverzerrung, wo dann die vorbildlichen Länder nur die Nachteile daraus haben. Das kann es nicht sein.